Hallöchen. Hallo. Hallo. Wir sind heute hier zu dritt in Leipzig. Silke hat uns an einen ganz schönen Platz irgendwo im Nirgendwo geführt und haben hier gerade so einige Videos gemacht. Und jetzt machen wir dieses hier zu dritt. Und es geht, wie du im Titel schon gesehen hast, ums Loslassen und wie unsere Erfahrungen damit sind und was das Gute daran ist und auch so ein paar Tipps. Für die, die uns noch nicht kennen, vielleicht stellen wir uns ganz kurz vor für die anderen. Okay. Mein Name ist Tobias und ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Da geht es auch um ganzheitliche Gesundheit, Rohkost und Entgiftung. Genau, Rawletics heißt der. Ja, das war's. Okay, ich habe auch einen Kanal, der heißt Silke Leopold, so wie ich. Und auf dem Kanal geht es um Themen wie Rohkost, Fasten, Entgiftung, Rohkost mit Kindern, mit Kräuter, Sprossen, Minimalismus, also recht breit gefächert. Genau, mein Kanal heißt natürlich Gesund, Kati Madja. Und ich beschäftige mich mit ganzheitlicher Gesundheit und da vor allem psychosomatische Aspekte und habe immer so seelische Themen oder aus der Psychologie und auch Ernährung, so vegan. Ja, und heute geht es zum Thema Loslassen. Und ich habe gemerkt, dass es einfach ein Thema ist, was viele Menschen interessiert und viele Menschen bewegt. Ja, dass das vielen Menschen auch schwerfällt. Und mir ging es auf jeden Fall sehr, sehr lange auch so. Ich habe es euch ja kurz ja gerade schon erzählt, dass ich war ein Mensch, ich war sehr festgefahren, ich brauchte sehr viel feste Strukturen, ich war sehr unflexibel und hatte ein sehr geordnetes Leben, wo ich einfach, was mir sehr viel Sicherheit gegeben hat in dem Moment. Aber jetzt im Unterschied merke ich, dass wenn ich losgelassen habe und die Flexibilität, die ich jetzt über die Jahre erlangt habe, dass ich mich wirklich viel lebendiger fühle, dass viel mehr Emotionen, viel mehr Energie einfach da ist, so, ne? Und es nicht irgendwie durch Angst, weil meistens ist ja das, was einen in dem Alten hält, wo man halt was nicht loslassen will, das ist eine Angst, die da einen, die einen da drin hält. So. Und und deswegen merke ich, dass mich das reizt, einfach immer weiter zu üben, loszulassen und zu sortieren, was ist wirklich wichtig und was belastet mich vielleicht. Wo engt mich etwas ein? Ja, wo möchte ich weiter werden? Und freier und offener. Wie ist das so bei euch? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht mit dem Thema? Also bei mir war es jetzt zum Beispiel letztes Jahr so ein Aspekt, dass so der Minimalismus in mein Leben getreten ist und ich mich eher so von materiellen Dingen getrennt habe. Und das war auch so ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen. Wir haben gemeinsame Freunde, die minimalistisch leben, habe ich das schon immer mal gesehen. Und habe dann bei mir selber mal geschaut, was habe ich denn, brauche ich denn alles, was ich in meiner Wohnung habe da. Ich wohne jetzt in meiner Wohnung schon 8 Jahre und da häufen sich dann, ich bin mit nicht so vielen Sachen da eingezogen. Und dann über die Jahre auch mit Kindern und häufen sich so viele Dinge an. Und das war auch ein ganz spannender Prozess, da wirklich immer mal abzuwägen, brauche ich das überhaupt, warum habe ich das hier, von woher habe ich das? Hat das jetzt noch so eine Bedeutung in meinem Leben, macht mich das noch glücklich, brauche ich das überhaupt noch? Und es war ein sehr spannender Prozess, da habe ich auch einige Videos auf meinem Kanal hochgeladen, wo ich das auch zeige, was gehen durfte und es war auch eine Befreiung, ich habe das als Befreiung erlebt. Und was mich besonders erfreut hat, sage ich jetzt mal so, ich habe oft Sachen über eBay-Kleinanzeigen verschenkt und dann kamen Menschen, die genau diese Sache brauchten, vielleicht auch schon lange danach gesucht haben, das irgendwo günstig zu bekommen. Und ich habe die meisten Sachen verschenkt, ganz wenige für wenig Geld abgegeben und es war so schön zu sehen, da jemanden, der vor meiner Tür steht und so dankbar war, so voller Freude. Und diese Momente habe ich so oft letztes Jahr erlebt und das hat mir auch erstmal eine Erleichterung gebracht, eine Leichtigkeit und auch so eine große Freude, jemandem etwas Gutes getan zu haben mit etwas, was ich überhaupt nicht mehr brauche. Und man ist ja auch konditioniert auf viele Sachen, zum Beispiel in einem Bett zu schlafen. Und dann habe ich letztes Jahr einfach entschieden, das Bett kommt weg, damit wir den Raum frei nutzen können. Und jetzt schlafen wir auf Matratzen, wir schlafen ganz einfach und es ist so eine Erleichterung. Man hat auch so eine gewisse Flexibilität. Jetzt gerade ihr seid gerade da
Und ich kann dann überall schlafen. Ich kann nicht sagen, nee, in meinem Schlafzimmer schlafe jetzt nur ich. Oder das ist so ein Gästeraum, da schlafen bis zu 3 Leute. Ich kann in jedem Raum schlafen, so wie ich jetzt schlafe. Das ist so auch eine bestimmte Flexibilität, die ich da erlangt habe. Die hätte ich mir früher gar nicht gedacht. Ich dachte, man muss im Schlafzimmer, im Bett schlafen. Das gehört sich so. Darauf war ich eben konditioniert. Und was ganz, ganz aktuell ist, was mir so in den letzten Wochen bewusst gewesen oder bewusst wurde, war so das Loslassen von einer Vorstellung, wie eine Freundschaft zu sein hat oder loszulassen. Oder mir ist bewusst geworden, dass Bindungen, Beziehungen zu Menschen, die können sehr intensiv sein, die können qualitativ sehr hochwertig sein, sage ich jetzt mal so. Und dass man eben lernt, dass das sich verändert. Da hatte ich lange in meinem Leben Probleme damit. Ich wollte immer, wenn ich intensive Freundschaften aufgebaut habe, ich hätte die am liebsten mein ganzes Leben lang mitgenommen. Und es war immer schwer für mich, da loszulassen. Dann bin ich in eine andere Stadt gegangen zum Studieren oder bestimmte Menschen sind aus Leipzig weggegangen. Das zu akzeptieren, da habe ich immer lange zu knabbern. Und vor ein paar Wochen, auch im Rahmen der Parasitenkur, da hat bei mir ein emotionales Entgiften stattgefunden, auch ein Loslassen von alten Themen. Da ist mir das nochmal ganz bewusst geworden, dass es okay so ist. Dass man dankbar ist für die intensive Zeit, die man mit einem Menschen hatte, sei es in einer Beziehung, sei es in einer Freundschaft, aber dass man da nicht so dran festhält und so ewig sich Gedanken macht, lag es an einem, warum das jetzt nicht mehr so intensiv ist, weil die Dinge ändern sich, Freundschaften, die Intensität von Beziehungen ändern sich, wir entwickeln uns ja alle weiter und der andere entwickelt sich auch gerade weiter, dann passt es irgendwann nicht mehr so, dass man so intensiv Kontakt hat. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, oder dass ich auch jetzt durch den Potluck, 2 Jahre Potluck, und jeder Potluck ist ja anders. Immer ist eine andere Konstellation von Menschen. Und immer dachte ich, oh, diesmal war der Potluck so toll mit so tollen Leuten, die bei mir zu Hause sind. Und dann musste ich mich immer wieder neu umdenken. Das nächste Mal war es wieder ganz anders, wieder ganz andere Leute, wieder ganz andere Konstellationen. Das hat mir auch geholfen, mich immer so daran festzuhalten, dass das alles gleich bleibt, dass es genau wieder so wird. Es muss wieder genauso werden, damit es wieder genauso schön ist. Und ich habe jetzt so oft erlebt, es wird jedes Mal schön. Mit den Leuten, auch unterschiedlichen Konstellationen. Es kommt ganz drauf an, was man selber draus macht, wie man das selber wahrnimmt, ob man den Menschen der neuen Konstellation einfach eine Chance gibt, genauso schön zu werden wie die andere Konstellation. Das ist so das, was mir so spontan jetzt dazu einfällt. Ja, bei mir, das Loslassen, muss ich sagen, einmal auch, wie du gesagt hast, das war eine unglaubliche Befreiung einmal. Und zum anderen muss ich sagen, es hat mir unglaublich viel Klarheit und Struktur gegeben auch und Flexibilität und diese Einfachheit. Ja, dadurch hat man auch diese Klarheit. Also ich habe zum Beispiel angefangen, dann Klamotten auszumisten, Schrank auszumisten, auch besonders immer, also was ich auch jedem empfehlen kann, beim Fasten so, habe ich geistig, emotional das Ganze losgelassen und gleichzeitig wurde meine Wohnung immer leerer, immer klarer und immer mehr nur noch wirklich das, was ich brauche. Und auch wenn ich dann was aussortiert habe, habe ich dann wirklich geschaut, so hey, wenn ich überlegen musste, ob ich das noch brauche, dann kommt es weg, weil dann brauche ich es normalerweise nicht. Wenn nicht, kann man es ja auch so machen, dass man das nochmal 1-2 Wochen irgendwo erstmal in Gang legt oder irgendwo in eine Schublade und dann schaut man wieder in die Schublade und wenn man es innerhalb von den 2 Wochen nicht gebraucht hat, dann kann man es wegtun. Genau. Jetzt außer sowas wie Weihnachtssachen oder so. Genau. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, es war für mich eine unglaubliche Befreiung und ich habe auch gemerkt, erst wenn man loslässt, so, dann kann wirklich Neues kommen. So. Ich meine, gerade in der Wohnung ist ja zum Beispiel so, wenn man ein Regal leer räumt, dann kommt automatisch was Neues nach. Das steht nicht lange leer. Man muss sich nur mal trauen, von dem Alten loszulassen und dann kommen immer wieder neue, tolle Sachen, die man dann erleben und erfahren kann. Aber wenn man immer halt an alten Dingen festhält, dann wird man nie neue Erfahrungen machen können und man hält sich irgendwann nur noch krampfhaft und an Dingen fest. Ich meine, das Leben ist halt Veränderung, es verändern sich alle Dinge ständig und wenn man da nicht loslassen kann, dann erzeugt man sich viel Angst und viel Leid, was überhaupt nicht nötig ist. So. Ja. Mir fällt auch gerade so ein, in dem Zusammenhang würde ich auch noch sehen, sich von Konditionierung zu lösen, die man von frühester Kindheit hat, durch die Eltern, durch die Schule, Kindergarten auch, Schule, durchs Umfeld, Freundeskreis, wie man zu sein hat, wie das Leben auszusehen hat, wie man seine Kinder großzuziehen hat, wie man sich in die Gesellschaft einzubringen hat. Also das hat für mich auch was mit Loslassen zu tun. Das war bei mir auch ein Prozess über viele, viele Jahre, hat angefangen mit der Ernährung.
dann, als ich Kinder bekommen habe, dass ich auch gewisse Dinge hinterfragt habe, dass ich Dinge eben nicht so gemacht habe, wie es die Masse tut und wie man uns das vorgibt, dass man das tun sollte. Und es sind so viele Bereiche jetzt auch mit dem Minimalismus, dass ich sage, ich brauche nicht unbedingt ein Bett. Das ist auch alles für mich Konditionierung. Ich kann auch anders sehr entspannt schlafen. So verschiedenste, ja, so verschiedenste kleine Dinge, das hat auch alles mit Loslassen zu tun. Ja, was, auch so barfuß zu laufen. Ich laufe jetzt schon seit 2 Jahren barfuß, so oft wie es geht. Oder im Ballengang, das ist ja auch eine Konditionierung. Man wird ja von klein auf, kleine Kinder laufen ja auch erst im Ballengang, ja, ne, wenn sie üben. Und die werden darauf dann konditioniert oder auch durch die Schuhe, die machen die Eltern nach, dass sie dann im Fersengang laufen. Und mir das wieder anzugewöhnen, im Ballengang zu laufen, diese Kunde da auch loszulassen mit dieser Vorstellung, wie man zu laufen hat. Oder was man, dass man als Frau ein BH zu tragen hat. Oder dass man sich als Frau zu rasieren hat. Solche Geschichten. Oder dass man sich als Frau zu schminken hat, gefälligst. So, solche Dinge, davon habe ich dann auch über die Jahre, habe ich dann losgelassen von diesen Vorstellungen, von diesen Konditionierungen. Ja, so würde ich das so, genau. Ja. Weil es war, nicht alle Dinge fielen mir so verbleicht. Ich merke auch immer, manchmal setzt sich dann so eine Idee fest, das könnte ich probieren oder da könnte ich einfach mal einen neuen Weg gehen. Und ich merke, das ist erstmal eine ganze Weile in meinem Kopf, bevor ich dann das angehe, in die Praxis umzusetzen. Ich brauche dann immer erstmal so einen Moment, bis sich das bei mir setzt, bis ich das von allen Seiten gewälzt habe und dann gesagt, so, jetzt mache ich. Dann gibt es einen Moment, da triggert mich nochmal irgendjemand an, dann sehe ich das, nee, so, jetzt starte ich das einfach. Ich mit dem BH frei. Aus meiner Überwindung, wenn man das gewöhnt ist, wenn man sein ganzes Leben lang BH getragen hat. Ich weiß auch noch, gerade wenn man stillt, verändert sich ja die Brust auch nochmal. Ne? Und ich weiß noch, wie meine Mama gesagt hat, so, also nach dem Stillen musst du auf alle Fälle immer BH tragen, wenn man das so sieht. Hm. Ja, und dann habe ich das, das war bei mir lange noch im Kopf, dass ich das so gehört. Und dann habe ich dann auch mit dieser Vorstellung losgelassen, dass ich das muss, dass das von mir erwartet wird. Genau, das hat wirklich was mit Befreiung zu tun, mit Leichtigkeit. Ich weiß nicht, vielleicht trage ich irgendwann nochmal wieder ein BH oder ein Ergebnis. Es geht jetzt um den Moment, um das Hier und Jetzt, wie ich meinen Alltag damit lebe. Und das ist einfach schön, wenn man sich traut, die Dinge anzugehen, immer zu... Dass man einfach auch schaut, wie lebe ich mein Leben, so wie das andere von mir erwarten, so wie das die Gesellschaft von mir erwartet, oder will ich das wirklich so? Will ich genau so leben, wie ich lebe? Man kann manchmal nicht alles immer genauso umsetzen, weil da noch verschiedene Faktoren da reinspielen, aber das, was möglich ist, einfach mal zu hinterfragen. Und es gibt ja heutzutage auch über das Internet so viele Beispiele von Menschen, die losgelassen haben. Verschiedenste Vorstellungen, gibt es da verschiedenste Wege, die man gehen kann, was man angehen kann. Und das ist so schön, wenn man sich das einfach als Vorbild und dann vor allem ganz klein anfängt, loszulassen. So. Ja, ich finde es auch wichtig, das auf allen Ebenen immer zu machen. Also wie du auch schon gesagt hast, sei es jetzt der Geist, das Bewusstsein so, dass man von irgendwelchen Glaubenssätzen loslässt, oder jetzt irgendwelche alten Emotionen oder Gefühlen, Beziehungen, an der man noch hängt. Oder dann im Materiellen einfach irgendwelche Klamotten, Dinge, die man in seiner Wohnung hat, die man eigentlich gar nicht braucht. Ja, und also ich habe immer festgestellt, wenn ich das alles mal erstmal aussortiert habe und wirklich einfach rigoros geschaut habe, so hey, brauche ich das noch, und es dann weggegeben habe, dann habe ich mich immer leichter, befreiter gefühlt, und diese Klarheit, gerade jetzt zum Beispiel Klamotten, mittlerweile verstehe ich irgendwie Buddhisten oder Mönche, die dann einfach nur eine Kutte haben, durch diese Einfachheit, so, dann musst du morgens nicht überlegen, hast einfach nur deine Kutte, ziehst immer das Gleiche an. So doof und banal, wie es klingt. Aber es erleichtert einem auch so viel und gibt einem so eine Klarheit. So. Wenn man wirklich nur noch das hat, was man braucht, dann steht man nicht irgendwie vor dem Kleiderschrank und überlegt 10 Stunden, sondern man weiß, hey, hier habe ich die 2 Sachen vielleicht, die 3 Sachen, und wählt mal eins aus. Also es kennt ja bestimmt jeder im Supermarkt, wenn da irgendwie 10 verschiedene Sorten, Geschmacksrichtungen bei irgendwas sind, dann bist du total überfordert und dann weißt du nicht, am liebsten würdest du alle ausprobieren. Wenn du aber nur 2 oder 3 maximal hast, dann weißt du, hey, jetzt gerade habe ich auf das Lust, und dann musst du dann 10-mal hin und her überlegen und sparst dir so viel Zeit und es wird so viel einfacher. Ja. Mir ist noch eine Situation eingefallen, die ich gerne mit dir teilen möchte, wo ich so einen Moment hatte, wo mir das Loslassen extrem schwer gefallen ist. Und zwar habe ich eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, die ging 3 Jahre. Und die Schule, das war so ein Zuhause für mich, dass ich dann nochmal 3 Jahre Dozentenausbildung gemacht habe. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich übernommen wurde und war dann da einige Jahre als Dozentin und war insgesamt so 13 Jahre an dieser Schule. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass
sich die Wege so auseinander bewegen, so dass ich gemerkt habe, so irgendwie verändert sich das und das ist nicht mehr mein Platz. Und ich habe aber totale Angst gehabt, irgendwie diesen sicheren Ort so loszulassen und da wegzugehen. Und ich bin dann auch in eine andere Stadt gezogen, aber das kam erst später raus. Aber das ist mir wirklich, ich habe da richtig, wir haben da immer so Supervision, also wo wir Themen, die wir gerade haben, in der Gruppe besprechen und sozusagen ein Supervisor hilft, da durch die Themen zu kommen. Und ich habe da richtig, ich weiß, wie ich da gesessen habe und geheult habe, dieser Schmerz, dieser Trennungsschmerz, so, ne, dieses dann auch nochmal zu spüren, was hat mir das da bedeutet? So, was habe ich da alles bekommen durch diese Schule, so, ne? Also ich sage jetzt mal Schule, aber es sind natürlich die Menschen und die Atmosphäre und was auch, also das Gesamtpaket. Und da war eine Kollegin, die hat zu mir gesagt, und das hat mir dann total geholfen, dass sie gesagt hat, dass sie auch schon an solchen Punkten war und dass ihr geholfen, oder dass sie gemerkt hat, dass es danach immer schöner weiterging. Und das kann ich jetzt nach den vielen Jahren auf jeden Fall auch bestätigen, dass auch wenn der Moment des Loslassens manchmal richtig schwer ist, ob es jetzt ein Job ist, ja, ich weiß, dass viele da draußen, die das schauen, irgendwie vielleicht auch mit ihren Jobs hadern und sich nicht trauen, da rauszugehen, sondern lieber in dem sicheren Alten bleiben. Aber ich kann ja auch, also das, was die Kollegin damals zu mir gesagt hat, das hat sich absolut bestätigt, dass immer, wenn ich mich getraut habe, loszulassen, auch Menschen, die mir wichtig waren, wenn ich mich getraut habe, die loszulassen, weil ich gemerkt habe, das passt nicht mehr so ganz, auch wenn die vielleicht mal wichtig waren, so wie du das auch beschrieben hast, es ging schöner weiter. Also es war wirklich, also schöner im Sinne von das, was dann in dem Moment besser gepasst hat. So, ne? Weil ich mich halt weiterentwickelt habe, so wie du das ja auch schon beschrieben hast, Silke. Dass man sich halt immer weiterentwickelt und dann kann es halt sein, dass bestimmte Dinge nicht mehr passen. Und manchmal gehen die Dinge, ohne dass man es merkt, aber manchmal sind auch tiefe Prozesse damit nochmal zu machen oder zu spüren. So, ne? Und ja, aber ich kann dich auch einfach nur ermutigen, dass wirklich dann was, wie Tobias es auch gesagt hat, das Regal wird wieder gefüllt mit irgendwelchen schönen Sachen, die dann vielleicht in dem Moment oder für den Abschnitt dann wichtig sind. Und für mich war es zum Beispiel aber auch mal schwer in der Schulzeit, so, da hat man ja seinen Freundeskreis und da sieht man sich jeden Tag und dann bin ich in eine andere Stadt gezogen und auf einmal musste ich diese Freunde loslassen. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich sozusagen so eine Menschen, die mir wichtig waren, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben uns in komplett andere Richtungen entwickelt. Heutzutage, jetzt bin ich Ende 30, ich habe schon so viele Menschen in meinem Leben losgelassen und weiß mittlerweile, dass das zum Leben gehört, aber manche Bereiche, da fällt mir das auch noch schwer, so loszulassen. Ja, dass auch jetzt, ich weiß nicht, für manche, also die jetzt vielleicht nicht wissen, wo ich gerade so unterwegs bin, aber ich bin ja auf Reisen, meine Wohnung, die habe ich jetzt gekündigt und ich werde da halt auch sozusagen alles hinter mir lassen und will da keine Möbel irgendwie behalten. Und das kam daher, weil ich gemerkt habe, jeder Gegenstand, den ich habe, der braucht meine Aufmerksamkeit, der braucht Pflege, der kostet mich Kraft. So. Und das habe ich irgendwie gemerkt, dass das mir zu viel wurde und dass ich, so wie das Tobias geschildert hat, mein Leben mir leichter machen will und vereinfachen will und weniger Gegenstände haben möchte, um die ich mich kümmern muss, die ich durch die Gegend tragen muss, die ich mitnehme. So, ne? Und wir sind ja alle drei irgendwie so Freunde von dem Minimalismus oder von dem, dass das Materielle nicht im Vordergrund steht, dass halt wir dadurch mehr Zeit und Kapazitäten haben für die wirklichen Begegnungen, für menschliche, also so Kontakte, und ich zum Beispiel mehr Geld in Reisen ausgebe, wo ich halt dann einen Erfahrungsschatz übrig bleibe, den ich mein Leben lang in mir habe und nicht irgendwie mir ein Auto kaufe oder ein Haus kaufe. Alles total in Ordnung, wenn dir das wichtig ist, ne? Aber für mich habe ich halt so gemerkt, das Auto verliert dann irgendwie nach einem Jahr, ist es nur noch die Hälfte wert. Meine Erinnerungen, die halten mich immer lebendig, die halten mich immer, ja, das ist irgendwie so schön. Und da, ja, das ist einfach so auch
Das ist Energie, die da in Gegenständen sozusagen, ich sag jetzt mal, gefesselt ist oder so, ne? Und du kannst entscheiden, ob du das, die Energie dafür ausgeben willst oder ob du die für andere Sachen verwenden willst. Man verstreut ja die Energie auch oft so stark. Deswegen, wenn man die Energie mal auf eine Sache bündelt, dann arbeitet man so viel effektiver. Anstatt wenn du deine Aufmerksamkeit, wie du auch gesagt hast, auf so viele Gegenstände, auf so viele verschiedene Beziehungen richtest, sondern dass du wirklich wieder erfüllte Beziehungen hast. Es müssen gar nicht viele sein. Mhm. Und auch einfach die Gegenstände, wo du wirklich brauchst, die gerade nötig sind für deine Situation. Und ja, nicht irgendwelche alten, die vielleicht mal schön waren, aber jetzt nicht mehr passen. Mhm. Ja. Ist auch mit Kleidung so. Ne? Man hat oft Kleidung im Schrank, weil man die früher gern getragen hat. Die passen zum jetzigen Moment gar nicht mehr. Und dann ist es, die kann man dann einfach gehen lassen. Also ich verschenke die dann oft. Ja. Und ich finde, das ist so, ist wirklich auch befreiend, das ist erleichternd. Ich habe dann so ein paar Lieblingsstücke, die ich immer trage, und irgendwann werde ich die in ein paar Jahren auch nicht mehr tragen, gebe ich sie auch weiter. Genau. Und ich finde, gerade auf so einer Reise, wenn man mal ein bisschen mehr irgendwie Backpacker-mäßig irgendwo rumgereist ist, dann merkt man auch sofort, alles, was man behält, musst du tragen, musst du mit dir rumschleppen. Und so wie dieser Rucksack total schwer ist bei manchen, ist dieser emotionale Rucksack oder geistige Rucksack, was die Glaubenssätze anbelangt, so schwer bei den meisten. Und der zieht einen nur runter. Man muss wirklich mal loslassen und dann kann man sich leicht entwickeln. Man kann sich so schnell dann entwickeln. Ja. Da gehört halt auch viel Mut dazu. Also ich finde gerade so, es gibt ja auch viele Menschen, die in Beziehungen sind, die sie gar nicht glücklich machen und sie haben Angst loszulassen, aus der Beziehung rauszugehen. Und ich denke, das ist das Problem vieler Menschen. Die fühlen sich nicht mehr glücklich in der Beziehung, also ich meine, solange sich das noch die Waage hält oder die positiven Erlebnisse in der Beziehung überhand, also überwiegen, mag das in Ordnung sein. So. Mhm. Aber bei vielen Menschen ist es schon so, dass dass die negativen Energien, sage ich jetzt mal, die negativen Erlebnisse oder dass die Beziehung so viel Energie zieht. Weil es einfach auch nicht Energie mehr passt. Es muss gar nicht negativ oder positiv sein. Wenn sich einer weiterentwickelt und auf einem anderen Standpunkt ist, dann passt es halt nicht mehr. Ja. Wenn sich nicht beide ähnlich entwickeln und in die gleiche Richtung zumindest gehen, dann sollte man an sowas nicht festhalten. Ja, ich hab in der Praxis oft so erlebt und da möchte ich dir jetzt auch Mut machen, so, ne, dass ich habe erfahren, dass die Seele will sich befreien, die will sich weiterentwickeln oder das macht die automatisch so. Ne? Also deswegen sei auch nicht zu hart, wenn du das gerade in dem Moment noch nicht kannst oder noch Zeit brauchst. So, das wird sich, das passiert. Also dass du entwickelst, man entwickelt sich irgendwie immer weiter und dann auf einmal fällt es einem viel leichter als vielleicht noch vorher. Also du musst dich auch nicht zu irgendwas zwingen. Also zumindest bin ich da mittlerweile an diesem Punkt, also ich gemerkt habe, es ist auch wichtig, wenn ich merke, dass es mir schwerfällt, dann hat das noch einen Grund. Dann gibt es da noch was, so einen Gewinn abzuholen oder sowas. Ne? Das ist völlig in Ordnung, wenn du da noch in deiner Beziehung feststeckst, jetzt mal um bei dem Beispiel zu bleiben, dann gibt es da noch was zu holen für dich. So, ne? Und weil das Loslassen, das passiert, also wie ich merke, auch von alleine irgendwann, so dass es halt sanft ist. Aber man muss auch das Bewusstsein, finde ich, dazu entwickeln. Also ich finde das Bewusstsein... Bewusstsein für was? Dass das Loslassen einem halt auch gut tut. Also wie dieses Bild, da gibt es ein Bild, da ist eine Hand, die greift noch an der Schnur und die Schnur, die zieht halt einfach zu fest. Und dann zerquetscht es die ganze Hand. Und manchmal tut Festhalten mehr weh als Loslassen. Und man muss auch wirklich, ich denke, es kommt auch, du hast dich ja auch vom Bewusstsein immer weiterentwickelt. Und ich finde auch, wenn man immer mehr meditiert oder einfach sein Bewusstsein sich erweitert, sage ich jetzt mal, wenn man immer mehr diese Verbindung mit allem spürt, dann kann man auch immer mehr loslassen, finde ich, weil man ja eh merkt, man ist mit allem verbunden. Zum Beispiel ist man halt durch den Atem mit allem verbunden. Das, was ich ausatme, das atmet der Baum ein. Und das, was der Baum ausatmet, das atme ich ein. Und wenn man immer mehr merkt, dass wirklich alles verbunden ist, so, ich meine, dieser Körper, der ist nur aus irgendwie Wasser, Erde zusammengesetzt, der halt hier von diesem Planeten gekommen ist und der geht auch wieder dahin. Ist alles nur geborgt so und alles ist im, ja... Wenn man dieses Bewusstsein auch wieder entwickelt, dann fällt es einem auch viel leichter, denke ich, loszulassen. Also das, denke ich, könnte auch ein ganz gutes Mittel sein. So. Mhm.
Habt ihr noch was sonst? Ist das alles Video, glaube ich, gesagt? Auch schon lang? Ja, es ist schon recht lang, glaube ich. Ne? Ihr könnt mal unter das Video vielleicht schreiben, wenn ihr Tipps habt zum Loslassen, was euch geholfen hat. Genau. Ja. Dann können die anderen es durchlesen und dann fällt es uns allen leichter. Genau. Ja. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Genau. Bis bald. Ja. Tschüss. Ciao.